DGS 89 267 nach Augsburg Rangierbahnhof Nord. Hallo Kollege, du fährst heute einen beladenen Holzzug von Donaueschingen nach Augsburg. Rüste deine Lok auf und mache dich abfahrbereit. Die Zugdaten der Lok kannst du erstmal übernehmen. Die Zugdaten für deinen Zug geben wir erst nach dem Ankuppeln an die Wagen ein. Sobald es das Zwergsignal zulässt, kannst du losfahren und deine Wagen ankuppeln. Fahre dann bis zum Wegpunkt, dort wechselst du die Fahrtrichtung und dann kannst du deine Wagen ankuppeln. Nun aber gute Fahrt. Und somit herzlich willkommen zur Fahrt mit dem DGS 89 267 von Donaueschingen nach Augsburg Rangierbahnhof Nord auf dem Abschnitt Donaueschingen Singen Hohenswil. Der Vectron ist abgestellt auf dem Ab- und Bereitstellungsgleis kurz vor Donaueschingen. Und der Vectron muss nun erst einmal aufgerüstet werden und anschließend wird eine kurze Rangierfahrt durchgeführt und es wird an die SNPS-Rungenwagen, die mit Rundholz beladen sind, angekuppelt. Diese sind auch hier rechts schon zu sehen. Ja, somit muss der Vectron erst einmal aufgerüstet werden und dazu wird als allererstes einmal die Batterie eingeschalten. Die ganzen Zugdaten für die PCB, ETCS, AFB werden jetzt erstmal übernommen und sobald dann an die SNPS-Rungenwagen angekuppelt wurde, werden dann die ganzen Zugdaten eingegeben. Anschließend wird jetzt hier erstmal das Führerpult entsperrt. Anschließend wird überprüft, ob das richtige Stromsystem hinterlegt ist und eingestellt ist. Das passt. Deutschland 15 kV, 16,7 Hertz Wechselstrom. Als nächstes wird der Stromabnehmer ausgewählt und in dem Fall der vordere. Denn der Vectron ist so auf dem Gleis schon, beziehungsweise in die richtige Fahrtrichtung abgestellt worden, dass in dem Fall der vordere Stromabnehmer gehoben wird. Das passt soweit, der kann dann auch gleich mal gehoben werden. Und sobald die Fahrdrahtspannung von 15 kV anliegt und das durchgestrichene Hauptschaltersymbol nicht mehr zu sehen ist, kann der Hauptschalter eingelegt werden. Und dann startet auch gleich der Luftpresser mit seiner Tätigkeit und gleicht den Druck von 10 bar im Hauptluftbehälter an. Als nächstes werden die Zugdaten, die hinterlegt sind, einmal so übernommen. Zuerst wird aber einmal die Driver-ID eingegeben. Störung. Als nächstes werden die ETCS-Daten so übernommen. Und dann wird die Zugnummer noch eingegeben. 8, 9, 2, 6, 7. Wunderbar. Und jetzt wird der ETCS-Funktionstest erwartet. Dazu müssen aber erstmal 10 bar Druck im Hauptluftbehälter vorhanden sein. Und nach Lösen des Führerbremsventils müssen 5 bar Druck vorhanden sein. Während hier der Luftpresser seiner Tätigkeit nachgeht, kann schon mal die Fahrzeugspitzenbeleuchtung ausgewählt werden. In dem Fall jetzt ja natürlich das ZG1 und zugleich auch der Zugschluss. Wunderbar. Ja, foliert ist der Vectron mit einer Folierung der SETG bzw. im Wood Works Design. Sieht richtig schön aus. Ja, man kann jetzt hier auch schön sehen, dass der Federspeicher noch angelegt ist. Die Zugbremse und so weiter ist gelöst, aber der Federspeicher ist hier noch angelegt. Ja, und wie gesagt, die Folierung ist hier von der SETG oder von der SETG. So, wo ist jetzt der Zugschluss? Ah, den hat er nicht übernommen. Müssen wir hier nochmal einmal schnell eingeben. Jetzt aber. So, nun kann der ETCS-Test ausgeführt werden. Die Luftdrücke sind soweit angeglichen, beziehungsweise für das Bremsventil muss natürlich erst entsperrt werden. Und dann kann der ETCS-Test durchgeführt werden. Ich vermute mal, dass noch eine Zugfahrt hier aus Richtung Singen erwartet wird. Darum ist hier die Fahrstraße noch nicht gelegt. Und das Lichtsperrsignal in Niedrigbauweise signalisiert noch HP0.
Das dauert jetzt einen kurzen Moment, bis der ETCS-Test beendet wurde. Wunderbar. Das Ganze wird dann einmal mit Start bestätigt und jetzt wird natürlich erstmal in der oberen Zugart gefahren, der PCB90. So, die Lokbremse wird einmal gelöst und der Federspeicher wird gelöst und bis zur Abfahrt kann hier noch ein bisschen das Fenster geöffnet werden. SETG ist eine Abkürzung. Und zwar die Abkürzung für Salzburger Eisenbahn Transportlogistik oder für die Salzburger Eisenbahn Transportlogistik GmbH, kurz SETG. Und die SETG hat sich spezialisiert bzw. bietet maßgeschneiderte Ganzzuglösungen im Bereich Holz, Chemie, Papier, Zellstoff, Stahl oder auch im kombinierten Ladungsverkehr an. Und genauso einen Ganzzug gilt es jetzt zu befördern. Und in dem Fall ein Holzganzzug. Und der ist ja mit Rundholz beladen. Und ein Stadler Flirt 3 im Baden-Württemberg-Design blockiert hier noch die Fahrstraße. Ja, der Vectron, der jetzt hier den Dienst übernimmt, ist der Vectron in der Mehrstromsystemausführung. Auch gut zu erkennen an den 4 Stromabnehmern auf dem Dach. Und nach dem Ankuppeln an die SMPS-Rungenwagen ist auch der Führerstand 1 dann führend. Und das 15 kV 16,7 Hz Wechselstromsystem kann eben nur mit dem Stromabnehmer, der sich direkt über dem Führerstand 1 befindet, umgesetzt werden. Wäre jetzt der Führerstand 2 dann führend, dann ist eben der Stromabnehmer direkt hinterm Kollege, direkt vorm Ladegut gehoben. Dann ist das eben so. Egal, ob das Ladegut dann leicht entzündlich ist oder nicht, im Regelfall passiert ja nichts. So, jetzt darf dann die Fahrdienstleitung gleich die Fahrstraße legen. Wunderbar. SH1, Schutzhalt aufgehoben. Und dann geht es erst einmal Richtung Donaueschingen. Über das Bahnsteiggleis 4 müsste das sein. Vmax 25 km pro Stunde, minus 5 km/h Toleranzwert. Der Berufsverkehr ist durch. Es geht ja schon Richtung 21 Uhr. Das bedeutet also, dass die Personenzüge auf der Strecke jetzt dann doch langsam immer weniger werden. Und dafür kommen immer mehr Güterzüge auf die Strecke. Donaueschingen. Und in Richtung Singen, Hohentwiel ist eine Fahrstraße gelegt, denn das Ausfahrsignal signalisiert HP1. Da vermute ich, wird noch was vorausfahren. Mal schauen, wie weit das dann hier die Fahrt des DGS 89267 beeinträchtigen wird. Ja, der Vectron, eine richtige schöne Elektrolokomotive, gebaut von Siemens. Jetzt kann man hier schön das Ausfahrsignal erkennen, das hier HP1 signalisiert.
Nun muss der Führerstand einmal gewechselt werden. Und die Zustimmung zur Weiterfahrt ist bereits erteilt. SH1. Und die Sonne geht auch schon langsam unter. Also ich vermute mal, das wird eine richtige schöne Fahrt werden. Hier durch den Schwarzwald. Beziehungsweise hier über die Schwarzwaldbahn. Nun heißt es aber erst einmal ankuppeln. Hier sieht man auch sehr schön die Lichtraumprofilbegrenzungspfosten. Beziehungsweise die Begrenzungspfosten, die hier immer an der Weiche zu sehen sind. Das bedeutet, soweit darf vorgefahren werden mit der Lokomotive oder mit der Zugspitze. Fährt man darüber hinaus, kann es zu einer Kollision kommen, weil dann eben das Lichtraumprofil nicht mehr eingehalten wird. Und an die Wagen sollte nun mit maximal 3 km pro Stunde angekuppelt werden. Ansonsten könnten die Puffer Schaden nehmen. Ja, und die Wagen sind doch mit einigen Rundholz beladen. Und die ersten Ganzzüge der SETG waren ja auch Holzzüge. Ein Wagen oder Rangiermeister ist nicht da, das heißt, der Lokführer darf mal wieder selber tätig werden und die Wagen ankuppeln. Tonnen ist die Dienstmasse der Vectron. Das hängt ja dann auch immer ab von der Ausführung der Lokomotive. So, gut gemacht. Bremsen einmal voll anlegen. Warten, bis die Wagen mit Luft versorgt sind. Zugdaten eingeben. Alles klar. Jawohl. Druckluft wird verbunden. Anschließend wird der Führerstand wieder einmal gewechselt. Die Bremse wird einmal angelegt. Und jetzt werden die Zugdaten eingegeben. Ich vermute mal PZB mittlere Zugart, dass in dieser gefahren wird. So, ETCS. Erstmal die PZB-Daten. So, 9 kann hinterlegt bleiben. Die Bremshundertstel betragen 80. Die Zahlen oder die Daten werden immer abgerundet. Die Zuglänge beträgt 460 Meter, also nur bei der Eingabe in die PZB. Und die Vmax beträgt 100 Kilometer pro Stunde. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Wunderbar. Dann gleich mal die Daten für die AFB. Cargo wird hier natürlich eingegeben, dass sich um einen Güterzug handelt. Bremshundertstel 80. Hier werden die Daten nicht abgerundet. Zuglänge 460 Meter. Ja, ist recht ordentlich. Vmax 100. Und die Zugmasse beträgt 1227 Tonnen. Das ist ordentlich. So, und hier kommt auch schon die Zugfahrt, die vorausfahren wird in Form eines Regionalzuges. So, und dann noch die Daten für die ETCS. Das kann hinterlegt bleiben. R. Bremshundertstel 80. Zuglänge 460 Meter. Vmax 100 Kilometer pro Stunde. Jawohl, mittlere Zugart. Thank you.
dann dürfte es somit alles passen. Natürlich wird noch das Signalbild richtig eingestellt. Und die Bremse wird einmal gelöst. Und dann ist soweit alles richtig eingestellt und eingegeben. Und jetzt wird es noch ein bisschen dauern, bis der Kollege den nächsten Streckenblock freigefahren ist oder freigefahren hat. Bis dann hier die Fahrstraße für den DGS 89267 gelegt werden kann. So, die Fahrplanleuchte wird noch eingeschalten. Und jetzt wird das Fenster auch wieder geschlossen. Ja, da hört man schön den Stromrichter. Ja, SMPS-Rungenwagen im Einsatz bei Transwaggon. Ja, das ist einiges. Und wie gesagt, SETG hat sich dann spezialisiert auf Ganzzüge im Güterbereich. Und sobald jetzt dann die Fahrstraße gelegt ist, geht es dann in Richtung Singen-Hohentwil. Die Frage ist ja, ob der vorausfahrende Regionalzug ein Regionalexpress ist oder eine Regionalbahn. Der Luftpresser gleicht den Druck im Hauptluftbehälter wieder auf 10 bar an. Weil wenn es eine Regionalbahn ist, hält die in jedem Kuhkaff, wie man so schön sagt. Und das würde dann natürlich auch Stop and Go bedeuten. So, und sobald dann die Fahrstraße hier gelegt ist, wird dann natürlich noch die richtige Bremsstellung oder ja, die richtige Bremsart eingestellt. Und zwar in dem Fall G und das nur für die Lokomotive. So, das kann man eigentlich auch gleich, können wir eigentlich auch gleich schnell einstellen. G, wunderbar. G nur für die Lokomotive. Langsamfahrt mit 60 km pro Stunde. So, und jetzt bedeutet natürlich erstmal das Ganze hier, dass der Zugverband gestreckt werden muss. Und eine Rollprobe muss auch noch durchgeführt werden. Das hört sich aber gut an, also da wurde kein Hemmschuh oder ähnliches vergessen. Somit geht es jetzt erstmal aufs Hauptgleis in Fahrtrichtung Singen-Hohentwil. Der Richtungsanzeiger signalisiert den Buchstaben S für Singen. Jetzt kann natürlich auch noch die AFB eingeschalten werden.
AFB, AFB, und AFB. Der Geschwindigkeit der AFB wird auf 60 Kilometer pro Stunde eingestellt. Hat die Bremse natürlich angelegt. Ja, da hat jetzt die AFB natürlich dann den Zug gleich wieder runtergebremst. AFB, AFB, AFB. Und es dauert natürlich immer, bis die Bremse löst, ne, in Bremsstellung G. Jetzt aber. Das Signalbild ist auch schon wieder umgestellt. Jetzt aber. Ja, jetzt geht's dann, wie gesagt, erstmal Richtung Donau-Eschingen. Ach, beziehungsweise Richtung Singen-Hohentwil natürlich. AFB, AFB, AFB. So, jetzt da. Wunderbar. Und einmal geht es jetzt aufs richtige Richtungsgleis. Die maximal zu fahrende Höchstgeschwindigkeit für diese Zugfahrt beträgt dann 100 km pro Stunde. Der Vectron verfügt ja über einen Zuglängenmesser und darum ist es ja auch wichtig, dass die ganzen Daten auch für die AFB dann eben richtig eingegeben werden, also die ganzen Zugdaten. Vor allem eben auch die Länge des Zuges, denn dementsprechend wird dann natürlich der Marker gesetzt und die Zuglänge wird dann eben absteigend dann eben runter berechnet. So, Zuglängenmesser ist aktiv. Man kann es auch schön rechts im MTD sehen, in dem gelben Balken, wie viele Meter es noch sind, bis der Zugschluss den gesetzten Marker eben wieder erreicht hat. Dann darf auf 100 km pro Stunde beschleunigt werden. Und das ZG2, das Zugschlusssignal ist am letzten Wagen auch aufgesteckt, somit hat alles seine Richtigkeit. Ja, und die Sonne geht schon unter, das Wetter ist wirklich perfekt, kein Niederschlag. Die Sicht ist einwandfrei.
Man kann schön sehen, dass der Vectron über 4 Fahrmotoren verfügt, denn rechts im MTD sind ja 4 Balken zu sehen. Und das sollen die 4 Motoren sein. Und da kann der Lokführer eben schön sehen, was die 4 Motoren gerade leisten. Der Siemens Vectron ist ja eine Lokomotivenplattform von Siemens Mobility, die seit 2010 den Nachfolger für die elektrische Eurosprinter sowie die dieselelektrische Eurorunner bzw. deren Weiterentwicklung, deren Weiterentwicklung der Siemens ES 2007 darstellt. Eine echt schöne Lokomotive, ich fahre den Vectron sehr, sehr gerne. Und er wird immer noch gebaut. Die nächste Zugfahrt Richtung Donaueschingen. Servus. Je nach Ausstattung sind die Lokomotiven natürlich unterschiedlich schwer und auch unterschiedlich lang. VR1. Und das Rundholz riecht immer so gut, ne? Und das ist doch mal ein schöner Ausblick hier aus dem Führerstand aus, ne? Ja, der Vectron, der jetzt hier zum Einsatz kommt, ist natürlich mehrstromsystemfähig. Dieser kann also einmal das Stromsystem 15 kV 16,7 Hertz Wechselstromsystem umsetzen, dann das Stromsystem 25 kV 50 Hertz und das 1,5 kV und 3 kV Stromsystem. Streckenkilometer 110,0 und da gibt es jetzt natürlich auch verschiedene Ausführungen der Vectron, ne? Vectron.de, DE ist also die Diesel-Lokomotivbauart der Vectron. Dann gibt es natürlich die Vectron Dual Mode und Dual Mode Light, also eine Weiterentwicklung sozusagen des Vectron.de zur Zweikraftlokomotive. Also da gibt es wirklich viele, viele Unterschiede. So, das LF6 kündigt einen Geschwindigkeitswechsel auf 120 km pro Stunde an.
für diese Zugfahrt unrelevant. Ja, und Formsignale gibt es hier auf der Strecke auch noch. Aber der Kollege, der vorausfährt, scheint ein Regionalexpress zu sein. Denn bis jetzt ist kein HP-0-Signal zu sehen. Eine weitere Zugfahrt in Richtung Donaueschingen. Und alle Züge verfügen hier natürlich im Raum Baden-Württemberg über dieses Bewegdesign. Oder zumindest dann über so kleine Prints an der Lokomotive. Links sieht man einen schönen Seilzug, ne, für die Formsignale. Ja, eine wunderschöne Strecke hier, die Schwarzwaldbahn. Kursbuchstrecke 720, wobei ja die eigentliche Schwarzwaldbahn geht ja von Offenburg bis nach Singen-Hohenswil, wobei ja die DB die komplette Kursbuchstrecke 720 als Schwarzwaldbahn bezeichnet. So, jetzt geht es dann gleich erstmal ein bisschen den Berg hinauf. Das ist aus Richtung Donaueschingen kommend die kürzere, steilere Anfahrtseite des Berges. Und der Luftpresser gleicht den Druck von 10 bar im Hauptluftbehälter wieder an. Und das Vorsignal blinkt, das bedeutet, hier wird ein ZS3V aktiv sein. Jawohl, und es geht runter auf 80 km pro Stunde mit der Geschwindigkeit. Zugbeeinflussung. Und am LF6 befindet sich auch nochmal ein dauerktiver 1000 Hertz PCB-Steckenmagnet. Die 70er Überwachung ist noch aktiv.
Immendingen. Jetzt geht es erstmal den Berg hinauf. Ja, 1227 Tonnen müssen jetzt erstmal hier hochgezogen werden. Und da sieht man auch mal, wie steil es hier für die Autos aufgeht. Aber wie schön sich das Sonnenlicht hier, ne, im Rundholz widerspiegelt. Einfach nur schön. Also ich muss sagen, der Führerstand der Vectron gefällt mir sehr gut. Da gibt es natürlich auch wieder Unterschiede, ne? Die ganzen Sonderaufbauten dann für die verschiedenen Zugsicherungssysteme, die es da so gibt. Aber der Vectron ist natürlich nicht mehr wegzudenken. Das ist wirklich eine Erfolgsgeschichte, die Siemens da auf die Beine gestellt hat. VR1. Und hinein geht's in den Möhringer Tunnel. 180 Meter lang. Und das Spiegelei schaut den Lokführer an. VR0. Zugbeeinflussung. Ich nenne die Scheibe immer Spiegelei. So, und hier in Hattingen muss dann kurz gehalten werden, so wie es aussieht, denn das Vorsignal signalisiert VR0. Halt erwarten. In dem Fall hier der Wiederholer. Der 500 Hertz Leuchtmeiler im Führerstand ist auch aktiv. Und da ist auch noch eine Fahrstraße gestellt.
AFB, AFB, AFB. Mal schauen, was da kommt. Da schaut es aber wieder stark nach Verspätung aus. Der stark verspätete IC nach Singen überholt dich hier noch. Der nächste Abschnitt bis Engen enthält ein starkes Gefälle. Die AFB schafft es gegebenenfalls nicht, bei deinem Zuggewicht den Zug zu halten. Du musst also zusätzlich mit der Zugbremse etwas mitbremsen. Ja. Ein schöner Holzganzzug. Und da kommt er doch schon, der Kollege. Führend ist die Baureihe 101. Und der Kollege fährt jetzt dann bis Singen voraus. Schöne SBB-Schnellzugwagen sind hier an die Baureihe 101 angekoppelt. Ja, in der PCB ist jetzt natürlich der Leuchtmelder 500 aktiv. Und das bedeutet Vmax 25 km pro Stunde, da der Zug natürlich auch noch zusätzlich unter einer Beeinflussung zum Stehen gekommen ist. Da kommt nochmal eine Zugfahrt. Aber wie es ausschaut, fährt der Kollege auch nicht Richtung Donaueschingen, sondern rechts weg. Der nächste Vectron von Boxpress. Am Haken befinden sich 80 Fuß Containerwagen, ebenfalls von Boxpress. Ja, meine Lieblingscontainerwagen. Ja, das ist auch ein ordentliches Zuggewicht, was der Kollege hier zieht. Nein, nein, stehen bleiben, stehen bleiben. Ja, jetzt läuft eh schon die Fahrstraße ein hier. So, und jetzt heißt es, dass wir wieder Zugverband strecken. Allzu viel Leistung braucht jetzt dann eh gar nicht mehr aufgeschalten werden, da es jetzt dann eh bergab geht. Und da nimmt er dann der Zug von selbst an Geschwindigkeit auf.
Und der Lokführer kann sich aus der 70-Überwachung bzw. aus dem Wechselblinken befreien. Ein klein bisschen Leistung kann auch aufgeschalten werden. Und dann beginnt schon das Gefälle. Aber optimale Fahrplanlage jetzt, ne? Direkt hinter einem Intercity und aus Richtung Singene schon die nächste Fahrstraße gelegt. Hattinger Tunnel. AFB, AFB, AFB. Dann geht es einmal rauf auf 90 mit der AFB. Na, einmal 90 bitte. Jetzt, wunderbar. So, und dann ja, dürfte eigentlich nichts mehr schief gehen. Das war die Rückmeldung des Zuglängenmessers, dass der Zugschluss das LF7-Signal passiert hat. Ja, jetzt geht's hier natürlich erstmal richtig schön bergab. Und hier muss jetzt die AFB mit unterstützt werden. Ja, die Schwarzwaldbahn ist ja zweigleisig, elektrifiziert und eine Hauptstrecke. Und sie befindet sich natürlich in Baden-Württemberg. Stromsystem ist natürlich das 15 kV 16,7 Hz Wechselstromsystem und die Strecke ist somit insgesamt 149 km lang. Maximal darf hier auf der Schwarzwaldbahn 140 km pro Stunde schnell gefahren werden. Nächste Zugfahrt in Form eines Intercity 2. Und der Luftpresser gleicht den Druck im Hauptluftbehälter auf 10 bar wieder an. VR1.
AP1, das Hauptsignal von GTAs Blocksignal. 19 Kilometer sind es noch bis Singen in die Zugbildung. Beziehungsweise bis in den Zugbildungsbereich. Nun wird dann aber erst einmal Engen erreicht, wo ja früher auch mal ganz gern der Fahrdienstleiter geschlafen hat. Ja, jetzt geht's ja mitten durch den Schwarzwald. Eine wirklich sehr, sehr schöne Eisenbahnstrecke. Und das LF6 kündigt einen Geschwindigkeitswechsel auf 80 km pro Stunde an. Denn der Zug erreicht jetzt Engen, beziehungsweise der DGS 89267 mit Rundholz für Augsburg. AP1 VR1, das ist das Einfahrsignal von Engen. Ja, jetzt wird es langsam dunkel hier. Kann man schon mal einen Lichtkegel höher schalten, das ZG1. Und nach Engen geht es ja gleich wieder den Berg auf. Das Ausfahrsignal signalisiert schon HP1. Ja, die Bahnsteigbeleuchtung ist auch schon eingeschalten worden. Eine weitere Zugfahrt in Richtung Singen, in Richtung Donaueschingen, pardon. Beziehungsweise. Donaueschingen. Der Kollege hier mit seinem Güterzug. Und das nächste Vorsignal signalisiert auch schon wieder VR0.
Wäre das jetzt nicht der Fall, dürfte damit der Reichen des Zugschlosses am LF7 auf 100 km pro Stunde beschleunigt werden. Zugbeeinflussung. Da belegt wohl noch ein vorausfahrender Zug den nächsten Streckenblock. Streckenkilometer 137,4. Die Leistung ist auf 0. Und der 500 Hertz PCB Streckenmagnet ist natürlich aktiv. Schön wäre es jetzt natürlich, wenn jetzt gleich das Signal umspringt auf HP1. Ja. Und genau jetzt springt es um auf HP1. Aber die Bremse ist immer noch angelegt. Denn in der Bremsstellung G dauert es natürlich, bis die Bremse löst. Dann jetzt heißt natürlich erstmal wieder Zugstrecken. In Walschingen-Neuhausen. Servus da, Kollege. Und der Geschwindigkeitswert der AFB kann wieder auf 100 km pro Stunde eingestellt werden. So, 500 Hertz zeigt mir das aktiv. Sobald dann dieser
nicht mehr aktiv ist, genau, ist auch die 70er Überwachung beendet und es kann wieder beschleunigt werden. Ja, die Schwarzwaldbahn überwindet 650 Höhenmeter und führt durch 39 Tunnel. Das ist schon eine enorme Anzahl. Und baulich und auch landschaftlich ist auch sehr schön der 40 Kilometer lange Aufstieg von Hausach nach St. Georgen. Ich glaube, da geht es unter 20 Promille den Berg auf. Ja? Unter 20 Promille, denn ab 20 ist ja eine Steilstrecke. Der DGS 89267 erreicht gleich Mühlhausen. Eine weitere Zugfahrt in Richtung Donaueschingen. Die SBB ist hier natürlich auch anzutreffen. Die Schweizerische Bundesbahn. Ja, die Strecke macht jetzt hier ja, etwa 7 Kilometer vor Singen noch mal einen weiten Rechtsbogen. VR1. Streckenkilometer 144,4.
Und dann geht's gleich über den Halt Singen Landesgarten. Schau dann nach Singen, Hohentwiel. Ja, und langsam geht die Sonne unter. Und das Vorsignal kündigt schon Langsamfahrt an. Signalbild VR2. Und das LF6 ebenfalls. Und sowohl am LF6 wie auch hier am ZS3V bzw. am Vorsignal ist einmal die Wachsamkeitstaste zu betätigen. Und es geht dann Orbe auf 30 km pro Stunde mit der Geschwindigkeit. Und wie hell dann auch gleich der Bahnsteigsbereich wirkt. Der Geschwindigkeitswert der AFB kann dann auch auf 30 km pro Stunde eingestellt werden. Singen Landesgartenschau. Wiederholer. In dem Fall zählt immer, was der ZS3V signalisiert. Zugbeeinflussung. Und das nächste Hauptsignal signalisiert dann VR0 Halt erwarten und das Hauptsignal HP2 Langsamfahrt mit 30 km pro Stunde. Denn nun geht es in den Zugbildungsbereich von Singen Hohentwiel. Zugbeeinflussung. SH1. Unser Kollege mit seinem verspäteten Intercity dürfte schon weiter sein.
Zuglängemesser wird einmal gesetzt, um dann auch ja, zu wissen, ob der komplette Zugverband den weichen Bereich passiert hat. Nee, da steht dann auch der Intercity. Ja, der kam aber auch nicht schneller voran. Hertz Leuchtmeter ist natürlich aktiv. Ja, und der Zugschluss passt gerade so noch über die Weiche. Sehr schön. Und somit erreicht der DGS 89267 Singen Hohentwil. Ja, ich hoffe, euch hat die Fahrt gefallen und ich würde mich dann riesig freuen, wenn wir uns in einer der nächsten Folgen wiederhören würden. Bis dann, macht's gut. Euer Matthias AW. Servus.